Nach einer mehrjährigen pandemiebedingten Pause ist es endlich wieder zurück, das Blumen- und Erdefest des Siedlervereins Himberg. Auch heuer lockte das bunte, vielseitige Programm wieder unzählige Besucherinnen und Besucher. Nach rund 3 Jahren Pause war es wieder soweit. Die Gemeinde und der Siedlerverein haben in Himberg das Blumen- und Erdefest ausgetragen. Wie der Name schon sagt, alles drehte sich um Blumen und die passende Erde für Garten und Balkon. Ja, es ist toll, dass wieder etwas Kommunikation stattfindet. Man sieht, die Leute brauchen das und sehnen sich auch danach. Aber grundsätzlich möchte ich sagen, dass der Siedlerverein ja ein sehr guter Dienstleister für die Garten- und Hausbesitzer ist. Er bringt sehr viele Dienstleistungen, er hat Geräte zum Ausborgen. Es ist 20 Euro, glaube ich, Mitgliedsbeitrag und es gibt sogar eine Versicherung. Also Rechtsauskunft ist möglich, also das ist eine sehr tolle Dienstleistung. Heute ist kulinarisch, heute gibt es sehr Gutes zum Essen. Heute werden die Leute verwöhnt und die Leute können sich unterhalten. Aber es gibt auch, so wie es im Frühjahr ist, Blumen zum Setzen und es gibt wirklich tolle Blumen, Balkonblumen und andere Pflanzen. Ich habe auch schon einen schönen großen Blumenstock gekauft und ins Auto gegeben, also dass die Leute auch entsprechend wieder hier einkaufen können. Weil es gibt mehrere schöne Sachen. Erstens einmal, dass wieder über Veranstaltungen stattfinden, wo man feiern kann, wo man Würstel essen kann, wo man mal wieder zusammenkommt, weil das war ja den letzten Jahren leider ganz selten der Fall und das Blumenerdefest ist etwas ganz Besonderes. Man kriegt Blumen zu kaufen, man kann sich Komposterde holen. Das ist was Spezielles, so wie jedes Fest ein bisschen seine Spezialitäten hat, ist das auch beim Blumenerdefest der Fall. Heute wieder was Besonderes für uns, ne? Eine Aufgabe auch für uns wieder, für das ganze Personal, was zum Herrichten und so weiter und die ganze Arbeit zum Durchführen und so weiter halt. Und dass wir wieder präsent sind. Ganz wichtig für uns Siedlerverein, dass wir wieder bei den Leuten sind, dass uns sehen, dass es uns gibt noch. Ne? Da können wir neue Mitglieder werben heute bei uns wieder. Heute. Das ist ganz wichtig auch für den Verein, dass er nicht, dass er wieder wachsen tut. Ne? Und dass die Leute was sehen bei uns. Und dass es einen Rasen gibt bei uns zum Kaufen und so weiter. Halt. Also alles Mögliche, dass man wieder präsent ist auf jeden Fall. Ganz wichtig. Blumen- und Erdefest blickt schon auf eine Tradition zurück in Himberg. Welche Bedeutung hat es für die Stadt? Ja, für die Gemeinde eine sehr große, weil die Leute sich unterhalten können und sie können hier vor Ort direkt vom Gärtner, der hier die Blumen herbringt, einkaufen. Und es ist immer gut, wenn man regional von der Umgebung kaufen kann und die Blumen dann wieder im Garten gleich blühen und nicht von irgendwo weit hertransportiert werden müssen. Es ist umweltfreundlich und für die Leute auch bequem, wenn sie hier im Ort gleich kaufen können. Also von der Bedeutung her ist es sehr, sehr groß. Eine sehr große, weil immer in dieser Zeit das Fest stattfindet. Wir in Himberg ein ansässiges Blumengeschäft auch sind und natürlich uns da auch schön präsentieren dürfen. Heuer das erste Mal, aber ich hoffe, es wird ein Erfolg und ich freue mich schon. Welche Blumen bieten Sie hier zum Kauf an? Hauptsächlich Saisonblumen für Balkon, Sommerpflanzen, aber auch verschiedene Bougainvillea oder Schopflavendel, winterharte Sachen, aber hauptsächlich für Balkon und Terrasse. Aber nicht nur allerlei Grünzeug gab es bei dem Fest, es wurden auch Speisen, Getränke und Süßwaren angeboten. Wir haben hier Blumen verkauft bei uns, das macht die Blumenmilche von Himberg. Dann haben wir eine Erde von der Gemeinde bekommen zum Abholen. Bei uns dann haben wir so einen Rasenverkauf von der Firma Hesa. Also die Mehlspeisen, was wir haben, das ist die kulinarische Sachen, was wir jetzt wieder anbieten können heute noch. Hinten haben wir ein Programm für die Kinderprogramm zum Blumentopfen malen und zum Pflanzen für die Kinder. Das können Sie da mitnehmen nachher. Und was haben wir noch? Wir haben dann noch Sendione, haben noch ein Eis von Sendione, was das spendet alle Jahre dann für die Besucher halt, für die Kinder vor allem, das Eis gratis halt und das werden wir dann auch noch genießen, dann bei uns auch die Junggebliebenen werden das Eis genießen wollen nachher. Ne? Der Siedlerverein, was macht er so? Wovon profitieren die Mitglieder des Siedlervereins? Also die Mitglieder bei uns, unser Jahresbeitrag ist 20 Euro und da können sie bei uns Geräte ausbauen, wir haben alle möglichen Geräte bei uns, halt Holzspalter und ein Fetekotierer, Rasentrimmer und so weiter, halt eine Walze, Betonmischmaschine und so weiter, halt, was zum Ausborgen, was sich keiner daheim lagern möchte, kann er sich bei uns ausborgen. Er hat auch viele Vorteilskäufe, auch bei uns beim Hobby und beim Bauhaus, überall kann man Prozente bei uns, gibt es 10% und so weiter, wo man sich Geld ersparen könnte beim Einkauf und die 20 Jahre Hausbau da immer noch auch. Ne? Und auch ja, die Beratung. Die Expertise, die es von den vielen Mitgliedern gibt, wenn man da irgendwelche, ich weiß es nicht, neue Wiese anbaut, neuen Rasen anbaut, verschiedene
Probleme hat im Garten, ist genau das, was man da bekommt. Haben Sie auch schon was für sich gefunden heute hier? Ja, derweil habe ich nur Kuchen gegessen, aber ich bin mir sicher, ich werde auch die eine oder andere Blume mit nach Hause bringen.